Willkommen zurück zu Pokémon Saphir Nuzlocke Challenge. Jetzt halt die Frage, wo wir jetzt weiter lang gehen. Entweder wir nehmen den Radweg und radeln. Haben wir überhaupt ein Fahrrad? Haben wir nicht, ne? Da hat sich die Frage ja auch schon bestätigt. Ja, toll. Ja, dann bleibt uns nur dieser Weg. Was willst du überhaupt? Ich hab kein Rad. Ich werde gemütlich über die untere Straße schlendern. Na gut. Lass mal das, der Omi. Na gut, wir müssen es auch tun. Wir müssen es tun. Nicht das, was ihr denkt. Aber. Ja, Angriff Plus gefunden. Und hier ist ein erster Dreher. Und verdammt nochmal, wir haben schon auf der Route was gefangen. Hier hätte man ein cooles Schluckpuck fangen können. Mann! Verdammt! Hält wirklich viel aus. So ein schöner Schluckwächter. Aber kann man nichts machen. Die Items im Beutel können mit Select geordnet werden. Ja, das habe ich schon gemacht. Dieses Chaos zu beseitigen, was bei mir herrschte. Wie bei Hempels unterm Sofa. Ich habe im Hohlgras einen coolen Pokémon gefunden. Na, ja, schön für dich. Aber nicht so cool wie mein Vitali oder wer jetzt auch mal als erstes dran ist. Ja, komm schon, Vitali. Yes! Ha, nice Counter. Was hat der für Level? Will er mich verarschen? Was ist das denn jetzt? Sonst immer gegen Level 17er und jetzt kommt ein Level 12er. Hallo? Sind wir hier gelandet? Ich dachte, der war in Nuzlocke Challenge. Na gut, ist nicht Pokémon Bloody Palatin oder so. Aber trotzdem. Trotzdem. Stolunion, ja, super. Ah, der hat aber schön ein besseres Level. Das gefällt mir. Oh. Mann, Vitali, wofür bist du überhaupt da? Ja, der ist so langsam, dieses scheiß Wesen. Ich hasse es. Wird uns doch zu Verhängnis werden. Ich kann es euch garantieren. Also entwickel dich! Ich habe nachgeschaut, Leute. Auf Level 23 wird Vitali zu einem dicken, fetten Hariyama. Und ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf. Und jetzt kommt erstmal Frösenblitzchen. Ja, wollen wir damit Typvorteil spielen? Weiß schon 21. Ah, egal jetzt hier. Vitali Klitschko. Dr. Eisenfaust. So, ja, jetzt. Die Eisenfaust nimmt dich jetzt und schmeißt dich irgendwie weg. Überwurf. Down. Es war so klar. Überwurf ist einfach der Overkill. Hey! Oh, haben wir hoffentlich noch ein paar Reiter. Ach nee, der ist jetzt eh Level 21. Zeit für Revolution. Ja. Ja, was hast du da zu deiner Verteidigung zu sagen? Na, cool sein verhilft mir nicht zum Sieg. Nee. Du brauchst schon cool und starkes Pokémon. Ha, ha, ha. Genau wie unser dicker Vitali hier. Na, ist hier was versteckt? Nee. Glaube nicht. Wenn es mir auch irgendwie... Ja, och nö. Och nö. Hi, Jeff, wir haben uns hier lange nicht gesehen. Wenn ihr durch die Suche nach weiteren Pokémon hast, sind meine Pokémon stärker geworden. Naja, wie wär's mit einem kleinen Kampf? Ja, danke auch! Mein Vitali ist paralysiert, du. Das hast einen schönen Vorteil, ne? Ja, lachst du, ne? Mhm. Weimar. Na, Revolution, Weimar. Oh, harter Level, aber wir haben Mondschein. Ah, wir versuchen es erstmal mit dem Giftschaden. Bim! In your face! Das wollte ich, genau das wollte ich. Oh nein. Der Tod der Nuzlocke Challenge. Oh, sehr effektiv. Schnell weg. Was machen wir jetzt? Hallo. Leute. Ihr wisst, dass Walzer immer stärker wird, gell? Ah, Mann, was machen wir jetzt? Stecken verdammt in der Klemme, Leute. Ich muss. Mr. Arbor hier. Wir haben alles oder nix. So, und wenn der Walzer zu stark wird, dann opfer ich irgendwie Radau oder so. Ist eh useless. Einmal sollte Mr. Arbor noch aushalten, wenn es kein Volltreffer wird. Please, God. No critical hit. Okay. Na gut, wir haben noch einen Absorber. Schmeckt das wieder gut. Frisches Weimarblut. Nein. Ist ja kein Blutsauer, habe ich schon mal gesagt.
Yes, wieder voll. Bitte, bitte kein Critical Hit. Bitte kein Critical Hit! Verdammtes Mistviech. Ah, schön. Ah, dann sag ich mal. Und tschüss, Mann! Weg mit dir! Also das war ein gefährliches Viech. Das hätte mein Pudox auseinandergenommen, hätte ich hier nicht taktisch gewechselt. Ich sag dir, ganz Lockstanchi ist unberechenbar. Da wäre es schon gewesen. Und ich, das erste Mal, wo ich so richtig nicht wusste, was ich jetzt tun sollte. Also das war die beste Wahl, ihr habt schon gesehen. Konnten wir uns auch mal gut wieder was zurückhielen. Das gefällt mir. Oh nein, Jungglut. Ja, da war nun mal gar nichts gegen. Schön. Ach nö, Leute. Komm, Reserve. Wenn das nicht ausfällt, ist mir scheißegal. Na, ja, so fies bin ich heute. Pudox werde ich nicht opfern. Mr. Aber schon gar nicht. Und wir brauchen hier Vitali. Boah, was ist das für ein Level, ey? Das ist doch krass. Los, wir brauchen hier jetzt mal einen Paraheiler. Ganz ehrlich, oh, letzter Paraheiler. Bitte, bitte, bitte. Ah, hätte das mal vorher gemacht, der ist doch nicht voll. Doppelkick. Nein! Du Assi! Ah, zweites totes Pokémon. Na toll, ey. Na gut, es war nur Reserve, ist klar, aber trotzdem. Ist doch. Ah, erstmal hier Mogli. Bam! In your face! Ah! Schon hier ein bisschen Mogel. Komm schon. Bitte, Vitali. Ich weiß, dass du es schaffen kannst. Verdammt nochmal. Du machst es jetzt hier mit einem Überwurf oder soll ich erst einen Protzer? Ist jetzt die Qual der Wahl, Leute. Angst. Wir haben noch Supertrank, gell? Ah, dann wäre ich Stall. Na, ein bisschen taktisch hier. Ein bisschen taktisch hier. Verteidigung steigt. Nice. Schnabel, leck mich doch, du Mistvieh, du. Jetzt machst du einen Spezialangriff. Oh, das gibt's doch nicht. Das ist jetzt mal echt ein spannender Kampf. Supertrank. Ja, ich muss sie jetzt angreifen. Zwei Protzer. Jetzt hat er genug geprotzt hier. Wehe, du bist verbrannt, du Vitali Klitschko. Ich würde sagen, Überwurf, alles oder nichts. Jetzt machst du Energiefuß oder. Ja, das ist ein Critical Landes, ne? Und dass du mich hier weghittest. Ich glaube, ich spinne hier. Nicht mit mir! Volltreffer, ich küte nämlich. Und tschüss, Mann. So lobe ich mir das. Genau so, nicht anders. Jetzt noch ein Knilz wird jetzt echt kein großes Problem mehr darstellen, oder? Ein Knilz macht man bis mit Revolution platt. Vierfach Resistenz. I like that. Ja, Level 18 ist jetzt auch nicht so der Bringer. Ah, es war eben schon krass, ne? Mit dem Trainer, der nur so ein schwaches Pokémon hatte, so ein 12er Fifi und jetzt hier 20er und so auf unserem Level-Niveau. Was machen wir? Ich würde sagen, es ist nicht schlecht. Der Giftschall ist nicht schlecht, so eine hohe Vergiftungschance. Yes! Ja, seht ihr? Es ist nicht schlecht. Oh, leck mich, ja. Och, hast du mich belauscht, dass ich kein Paraheiler mehr hab, du. Ah, ist das unfair jetzt. Was machen wir denn jetzt? Windschuss in your face. Nee, ey, kommt. Na gut. Ah, nee, ist ja kein Toxin. Och, Mensch. Komm schon, du bist jetzt down und dann sind wir... Oh. Revolution, soll ich dir mal was sagen? Du machst keinen Schaden! Mann! Oh, der war, hat aber gesessen. Na, ah, paralysiert, nicht gewirkt, du Loser, du Loser! Und tschüss, Mann! Und das war's. Level 21 für Revolution. Das lobe ich mir. Boah, gut Spezialverteilung. Das muss man mal sagen. Oh, was für ein Kampf. Oh, das scheint mir ein bisschen viel besser, als ich gedacht habe. Boah. Naja. War aber nicht einfach. Und du hast eins von mir getötet, du blöde Bitch. Jeff, du hast auch fleißig trainiert, nicht wahr? Ich denke, du verdienst ja eine Belohnung. Ja, danke, dass du mir Detektor gibst. Nicht danke, dass du hier unseren Reserve besiegt hast.
unsere Reserve, unsere Geheimwaffe. Das ist ein Detektor, probier ihn mal aus. Wenn irgendwo ein Item versteckt ist, wird das Geräusch, als ich gehe. Das hört sich aus meinem Moment zwar blöd, aber bis dahin sollst du viel mehr trainiert haben. Bla bla bla. So, den Detektor, den können wir jetzt mal auf Select legen. So, hä? Ging das nochmal? Hä? Bin ich jetzt blöd? Ah, okay. Na. Nee, ist aber nix. Na gut. Ich bin eh nicht so der Detektor-Fan. Ich werde ihn sowieso wahrscheinlich nie einsetzen. Na, ist jetzt auch egal. Boah, wen habe ich denn jetzt vorne? Ja, den Paralysierten, ist klar. Reserve kann gleich mal zu sich zu Carpador, unser Hero, gesellen. Mr. Arbor, komm. Ja, den müssen wir auch jetzt erstmal leveln, weil der wird uns für die nächste Arena von großem Nutzen sein. Du blödes Mirabla, aber du bist ja noch auf einem höheren Level als dieser dumme Trainer mit dem Pfiffchen. Du bist doch ganz gut, du hältst ja wenigstens was aus. Oh mein fucking Gott, oh mein fucking Gott, was soll das denn? Oh, die Zornklingel kann ja auch mal nix. Mein fucking Gott, Mr. Arbor, was soll das? Du brauchst mal ein besseres Moveset. Du kriegst ja nicht mal ein höheres. Na, ein niedrig. Wieso sag ich höheres? Es kommt mir schon so vor, als wäre ich hier im Sau underlevelt, ey. Noob, geh nach Hause, Mr. Arbor. Wir wollen dich nicht. Hör mal, lernt ihr mal was Vernünftiges. Da! Oh ja, Mann, da finde ich die nötigen VMs dazu, mal ganz ehrlich. Na, hier vielleicht. Oh, war es zu Anfang von Detektor. Ja, es war zu Anfang von Detektorzeiten. Da wird mir überhaupt nicht schlau raus. Also, na gut. Okay. Kleber! Sehr nützlich in Nuzlocke Challenge. Vor allen Dingen, wenn die Pokémons immer besiegt sind, dass man sie ablegen muss oder freilassen muss. Da bringt ja. Der Beleber, der bringt sowas von. Na gut, kann ich Geld vermachen, gell? Boah, wir saugen dich jetzt erstmal aus. Lecker Schmecker, Fritzeblitz. Oh, sogar, ach so, war ja auch ein Critical. Lügt mich doch, ich darf die übrigens auch nicht berühren, Leute. Dann kriege ich wieder Statik. Und ich habe kein Paraheiler mehr. So ein Bullshit. Na gut. Was soll's? Was bist du für ein Nerd hier? Oh, ich bin Nerd. Ich habe alle Spiele durchgesuchtet. Alle 10 Millionen Mal. Zeigst du mir deine Pokémon? Oh, ganz kurz, ja. Oh, Poke 4 oder was? Kommt er so an mit seiner Brille? Oh, nee, jetzt sieht das schon ein bisschen anders aus. Na, obwohl. Doch, der ist Poke 4, ja. Scheiße, hat er ein geiles Pokémon. Mann, ich würde dir jedes Pokémon von mir geben. Für dieses Ding. Hey, Kapalos, richtig. Na gut, jetzt geht's erstmal Zorkling. Was ist du für ein scheiß Reptil? Du kannst ja gar nichts. Ah, Sternschauer in my face. Ja, pass mal auf, die Zornklinge wird immer härter, mein Freund. So, wir meinen, wir arbeiten jetzt mit der Zornklinge. Ich hoffe mal, dass es. Ja, ich glaube, der hat noch einen Tengulist und da hat sowieso eine Vierfachschwäche drauf. Episch, das ist doch geil. Ja, oder so. Ah ne, Blanes ist glaube ich noch nicht Unlicht, oder? Ich glaube erst Tengulist ist Unlicht, oder? Bin ich jetzt überfragt. Egal, Zornklinge! Boah, das ist geil bei der Zornklinge, aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Doch, mit Schwertanz scheint es geil zu sein, aber wie soll man so lange durchhalten? Nee, vergiss es. Ich möchte meine Sammlung vervollständigen. Ja, brauchst du mal auch Ziele wie die Orks, das Mewtwo und all diese ganzen seltenen Viecher. Ach, leck mich doch. Ah, die können mich auch mal alle mal. Ah, ein nerviges Puzzle. Oh, ich sehe aus wie Pikachu. Naja, das ist Pikachu der dritten Generation, muss man mal so sagen, oder? Pachirisu ist das Pikachu
der vierten Generation. Ich glaube, in der fünften Generation gab es auch irgendwie so ein Viech wieder. Ja, Emolga, ey, leckt mich doch. Es gibt immer so Pikachu-Viech. Nintendo so, oder Game Freak. Pikachu kommt ja richtig gut an, weil Leute machen wir in jeder Generation so ein ähnliches Viech. Und, Dynawelle. Du Assi, jetzt muss ich extra tauschen. Ja, ist klar. Nochmal paralysieren, es kann nicht angreifen in Speedy hier, ich sag's euch. Na gut, Zuki, meinetwegen, ja. Na gut, endlich. Na, Level 23, geht doch. Ich hab von guten Attacken gesprochen, Mister, aber... Nein! Ja! Da! Zwischen irgendwie die Verteidigung von... mir selbst steuern würde. Boah, was ist das denn für ein Assi, ey? Wir haben nur noch ein Pokémon, die anderen sind paralysiert. Los, Vitali, zeig, was du kannst. Das ist geil, die Musik. Ich habe deine Absichten vorhergesehen, daher werde ich nicht verlieren. Ja toll, das ist so Psycho-Freak, gell? Was soll ich damit, mein Vitali? Hallo? Jeder holt jetzt Nebulak oder Zmierlicht. Na, Abra, naja, ist auch. Also ist kein Geist und Psycho-Freak, glaube ich, sein. Darum sage ich Nebulak oder Zwierlich. Und. What the fuck? Das war Mogelieb! Wieso hat der so viel weggenommen? Geil! Ich könnte nicht einmal meine Niederlage vorhersehen, war aber ganz klar. Ne, klar, eigentlich nicht, aber scheinbar schon. Und ich habe Vitali nur unterschätzt. Sorry. Das sah offensichtlich aus. Ein Pokémon. For free. Obwohl man schon Superbälle kaufen kann, aber immerhin. Dass du uns auch noch paralysierst? No, thank you. Egal. Immer Training brauchen mache ich es offscreen, aber den muss ich nie haben. Na, geht's nochmal in Frost City. Ich glaube, da gehe ich auch erstmal hin. Ach so, will er kämpfen? Umgehen. Yes. Los, Pokémon Center suchen und Jutta. Dann gehe ich nochmal zurück kurz. Hier kommen wir später nochmal hin. Sei später im nächsten Part. Nach dieser Trainer-Krams-Bumster werde ich natürlich den Part beenden, aber ich muss ja Dings auch noch ablegen. Reserve. Moment. Toll, jetzt sind wir nur zu fünft. Oh, der hat aber noch was für uns. Ey, gib mir das Item, du Spast. Reserve, ich werde dich vermissen, obwohl du nie was gebracht hast. Doch, hat er tatsächlich. Er hat uns Items gebracht. Sag mal, ich kann... ging das in dieser Generation nicht, oder was? Ey! Was? Ich kann hier echt nicht das Item davon nehmen. Ach, denn ist der Hyperball jetzt auch egal, mal ganz ehrlich. Haben wir noch die Erinnerung, dass er sich noch für uns gesorgt hat. Ach, der Spike hat auch einen Hyperball. Was? Was hat ein Rabdau da? Ach, da habe ich dir mal was gegeben, gell? Weil wir es nichts mehr tragen konnten. Steht denn das? Ist das? Ach, ich spezial, okay. Unnötig. Das nehme ich jetzt mit. Das lacht mich schon die ganze Zeit an. Oh, kann gleich verkauft werden, wenn ich in den Laden gehe hier. Genau wie mit den Belieber. Aber klar, wie Kloßbrühe. Wäre es nicht ein Spaß, mit dem Fahrrad volle Pulle den Radweg entlang zu düsen? Naja. Geht, ne? Zwei Straßen, eine oben, eine unten. Eine Straße für Menschen und eine für Pokémon. Das ist nur recht und billig. Ja. Na, Beere. Ja, ich hasse es, Beere zu pflücken. Wer mich kennt, weiß es. Na gut. Hä? Sag jetzt... Oh, leck. Tastatur spielen. Ich hasse es. Nee, was ich sagen wollte, ach doch, da war ja noch der Angler. Reptane, we need you, Mr. Arbor. Komm raus, du
Hast du jetzt schon Level 23? Na gut. Hey! Schleuch dich nicht einfach so verhindern! Oder bist du ein Assassine? Nein! Messer mich nicht! Nee, tu mich auch nicht, mein lieber Albin. Meine Pokémon machen das für mich. Oh, deine Level sind aber auch genauso lächerlich wie du. Uzuki! Den Tentacher hat eine gute Spezialverteilung. Oh nee, nicht Giftschall, ne? Nur bei Pudox ist immer Instant Gift oder what? Naja. Oh nee, noch so ein Mistviech. Können wir es nicht irgendwie one-hitten? Nee, ne? Komm, Absorber. Hier gab's noch nicht, ne? In der vierten Generation schadete man sich dann, wenn man das macht bei Tentacher. Ja, Critical Hit, nice! Was war denn das für eine komische Fertigkeit? Irgendwie so eine eklige. Weiß ich auch nicht. Weiß ich nicht. Wie die hieß. Wo ich vierte Generation so durchgesuchtet habe. Na gut. Oder war es fünfte Generation? Das kann natürlich sein, weil die habe ich fast gar nicht gespielt. 100 Stunden. Ist ja nicht viel für Pokémon. Und noch so ein scheiß Weimar. Naja, ist nicht so stark wie das von Maika, also was soll's. Na gut. Walzer. Och, die können ja alle nur Walzer. Was seid ihr denn für Flaschen? Oder für Kugeln? Na. Weimar, dich werde ich als Fußball benutzen, wenn ich mit dir fertig bin. Und tschüss, Mann. Ach toll. Nur ich habe verloren, verflixt, jetzt werde ich gebessert. Nö. Mal ganz ehrlich, was wird mir hier eigentlich vorgehalten, wenn ich hier reingehe? Da bin ich jetzt mal gespannt. Tut mir leid, auf die Radwinkel sind Fußgänger gestattet, Mann. Besuch für den Spaß. Hau ab, Mann, ist voll gefährlich, bring ein Rad mit, du Honk. Ja, toll, lass mich in Ruhe. Als ob die mich umfahren. Nicht solche Raudis, wie du meinst. Habe ich doch festes Vertrauen. So Leute, hier beende ich den Part. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. War auch ziemlich spannend gegen Maike da. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao. Macht's gut. Ich wünsche euch einen schönen Tag.